Wir Geriater sind Generalisten, die gerne die Fachdisziplinen, die im Haus auch vorhanden sind, zu unseren Patienten hinzurufen. Beispielsweise den Wirbelsäulenchirurgen bei Rückenschmerzen, den Neurologen bei neurologischen Erkrankungen, aber natürlich auch unsere Traumatologen und nicht zuletzt auch unsere Kardiologen, da die meisten Patienten in unserem Haus kardiologische Grunderkrankungen haben. 100% unserer Patienten haben ein Herz und sicherlich 2/3 der Patienten haben altersbedingt auch eine Herzerkrankung. Viele Patienten schaffen es nicht mehr, in die kardiologischen Praxen zu gehen, da sie lange Strecken bewältigen müssen oder es nicht mehr schaffen, 2 bis 3 Stunden in einem Wartezimmer zu sitzen. Daher haben Sie die Patienten die Chance, diese bei uns durch unseren Kardiologen in der gemeinsamen kardiologisch-geriatrischen Visite eine Expertise einzuholen. Der Patient muss einen Leidensdruck haben. 95-jährige Patienten, die gelegentlich mal, wenn sie 33 Stufen hochgehen, Luftnot haben, sind sicherlich nicht der Patient, der dem Kardiologen vorgestellt werden muss. Aber Patienten mit schweren Rhythmusstörungen oder mit Bewusstlosigkeiten oder mit Herzinsuffizienz, dicken Beinen oder ähnlichen Faktoren sollten dem Kardiologen vorgestellt werden.